Hallo Internet, hier ist wieder Beckensack für euch und endlich ist es wieder soweit. Es sind wieder ein paar Monate rum. Das heißt, es gibt ein wundervolles neues Lorcana Set und zwar das Azurblaue Meer, die Azurite Sea in Englischen. Ein Set, ich glaube wirklich das Set, worauf ich mich bisher bei Lorcana am meisten gefreut habe. Warum? Weil, guckt es euch an. Ihr seht es schon an dem Stitch, der hier vorne drauf ist. Das ist das Piraten-Set. Yar, har, har. Alter Leute, ich habe hier also nicht nur ein Display, ich habe hier auch zwei Starter-Decks. Wir packen natürlich zuerst die beiden Starter-Decks aus, bevor wir uns das Display vornehmen. Aber warum habe ich mich so sehr auf Piraten gefreut? Weil ich liebe Piraten, deswegen machen wir auch zuerst das Piraten-Starter-Deck mit Tigger und Jim Hawkins auf. Das ist Bernstein-Rubin. Okay, also ich erzähle dir mehr noch ein bisschen weiter und ich fange schon mal an, das aufzupacken. Ich liebe brutal Piraten. Ich finde, es gibt in unserer Popkultur, mit Ausnahme von den Fluch der Karibik-Filmen und One Piece, einfach viel zu wenig Dinge mit Piraten. Wobei One Piece auch immer ein bisschen grenzwertig ist, wenn man das wirklich als Piratensache ansehen möchte. Obwohl ich auch One Piece liebe, ist One Piece streng genommen eigentlich nur eine Geschichte über Seefahrer mit Superkräften und nicht unbedingt Piraten. Weil außer Blackbeard und so gibt es gar nicht so viele richtige Piraten in One Piece. Und ich finde, egal ob das Filme betrifft oder Videospiele und so weiter und so fort, es gibt einfach viel zu wenig Dinge mit Piraten. Und ich habe hier auch, oder spiele auch seit vielen Jahren ja Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Hat es in seiner Laufzeit von, wie lange gibt es das? 25 Jahre oder was? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat Yu-Gi-Oh! Es in all der Zeit nicht geschissen gekriegt, bei den zigtausenden Karten, die es gibt, ein vernünftiges Piratenthema zu machen. Und kommt mir nicht mit diesen komischen Felddingern an, das ist der absolute Witz, ja? Oder diese komischen 2D mit Wachsmalern gemalten Orks da irgendwie. Das sind keine Piraten, Alter. Das sind keine Piraten. Es gibt kein Piraten-Themendeck bei Yu-Gi-Oh! Aber bei Lorcana gibt es verfickte Piraten. Let's fucking go. Gott, ich hab so Bock darauf. Also erstmal, ein neuer Jim Hawkins, ehrenhafter Pirat. Und es ist, also in diesem Set sind gefühlt jede zweite, jede dritte Karte oder was, ist eine Piratenkarte. Das finde ich mega geil. Also kostet 7, 4, 7, wow, viel Defense. Der hat Beschützen, das ist natürlich gut, wenn er so viel Defense hat. Zwei, keine Kosten. Und oh, was ist denn da passiert? Guckt mal. Die Karte, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Das ist total, die ist verrutscht beim Druck. Ist das so ein Fehler, dass es die schon wieder wertvoll macht oder ist es nur Kacke? Ich glaube, es ist nur Kacke. Aber hier, gerade beim Text sieht man das, Traumgestalt, Held, Pirat, Kapitän, man kann es noch lesen, aber es ist irgendwie sehr verrutscht so irgendwie. Seltsam. Ich hoffe, das ist bei den anderen Karten nicht so der Fall. Aber naja, okay. Jim Hawkins. Dann Tigger im Krähennest. Ja, Tigger sitzt im Krähennest. Huhu, Kuschelbär. Und ist auch ein Pirat. Wobei, die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen underwhelming, aber vielleicht habe ich nur noch nicht so die Ideen, die Karte gut einzusetzen. Der hat keine ATK. Der hat 4 Defense. Der hat Wendig, okay. Und er sagt, jedes Mal, wenn du eine Aktion ausspielst, erhält dieser Charakter in diesem Zug eine Stärke und eine Lore dazu. Ja, aber ich habe halt wenig Decks, die viele Aktionen haben. Deswegen weiß ich nicht. Und zumindest Rot hat jetzt auch nicht so die besten Lieder, ne? Außer Be Prepared eigentlich. Also, keine Ahnung. Naja, bei dem ist es auch so. Guck mal, das ist auch so leicht verschoben hier. Ich hoffe, das ist nicht bei allen Karten so. Na gut. Winnie Pooh, der Honigpirat. Was ist er für ein Pirat? Er ist ein Honigpirat. Natürlich. Ey, wäre Winnie Pooh in One Piece, er wäre der Kapitän der Honigpiraten. Es ist fantastisch. Ich liebe es. Einmal, da haben wir natürlich auch das Pooh-Piratenschiff. Ja. Kannst du erschöpfen für 3. Nimm einen Piraten aus dem Ablagestapel zurück auf die Hand. Das ist gut. Vaiana, Anführerin der Kokomora. Guckt mal, das ist. Guckt euch das mal an. Das ist bei jeder Karte, glaube ich, aus diesem Starter-Set jetzt so. Aus diesem Starter-Deck. Da ist auch der Text irgendwie merkwürdig. Eieieiei. Da muss Ravensburger aber mal. Kann ich denn reklamieren? Also, die sind nicht Gemmint. Also, never ever. Naja, interessant. Witzig finde ich, dass diese Vaiana auch als Piratin gilt. Warum auch immer, aber wahrscheinlich, weil sie sich mit den Kokomora irgendwie verbündet hat. Wendy Darling. Auch als Piratin. Also, ihr seht, komplett Piraten, ne?
Wendy aus Peter Pan, jetzt auch als Piratin. 1-2, sie ist auch wendig, nicht inkbar. Solange du mindestens ein weiteres Piratenspiel ist, erhält dieser Charakter Stärke und Lore dazu. Ja, gut, okay, aber dafür, weiß ich nicht. Also, wenn man Piratendeck spielt, dann spielt man Piratendeck, ne? Hat man die immer da, aber das stackt ja nicht. Solange du mindestens einen weiteren. Das heißt, das wird nicht mit jedem Piraten mehr, deswegen, ach, weiß ich jetzt nicht. Also, das Artwork ist schön. Ein schönes Artwork, aber Effekt weiß ich jetzt nicht. Eule im Piratenausguck. Eule ist auch Pirat, ja. Ist für eine Zuge, wenn eine Karte an den Zinnrott gelegt wird, dann geht der minus 1. Ja, okay. Aber 3-3-3 kann man machen, ist jetzt aber nicht so weltbewegend, ne? Nochmal Eule. Goofer, Zimmermann des Schiffs. 6 Defense. Questet für 2. 4. Tintbar. Oh, gut, okay. Nochmal Goofer. Fixit Felix Jr. 5-4-5. Gestaltwandel. Oh, okay. Gestaltwandel mit 3. Deine Orte halten plus 2 Defense. Oh, das ist nicht schlecht. Ist aber auch im letzten Set. Der ist gar nicht neu. Merke ich gerade selber. Rettungstruppe, auf geht's. Und deswegen habe ich mich auf das Set gefreut. Also, sowohl Piraten, sowohl ein Piratenset als auch die verfickte Rettungstruppe. Chip, Ritter des Rechts. Geil. Also, ich muss mein Piratendeck nochmal neu updaten und ich muss definitiv auch ein Chip und Chap Deck jetzt bauen. Also, das ist ja, das muss ja. Ja? Weil Räuber und Diebe sind auf Ganoventor, das wissen wir alle. Gibt aber zwei ganz Liebe, die sind denen auf der Spur. So, Bernstein Chromikon zweimal. Klaus Darling, ich wusste gar nicht, dass John im Deutschen Klaus hieß. Das heißt, müsste eigentlich John heißen, glaube ich. Also heißt er im Original. 2, 1, 4, okay. 4 Defense, 2, aber fest nur für einen seiner ATK. Ist ein weiterer Pirat, aber finde ich jetzt nicht so krass. Dreimal. Ein Kokomora, und die Kokomora sind auch alles Piraten, ja. Das ist interessant. Kannst du nicht tinten. Hat aber 5 Stärke und hat rasant. Das ist nicht schlecht. Ja. Schon so ein halber Maui, ja? Jasmin. Rebellische Prinzessin. Guck mal, die sieht nice aus. Ich glaube, die in Holo wäre stark. 3, 2, 3. Questet für 2. Und der Effekt ist heftig. Jedes Mal, wenn der Charakter erkundet, verlieren alle Gegner mitspielen in die eine Legende. Die klaut jedes Mal eine Lore vom Gegner. Von allen sogar, wenn man mehreren spielt. Die finde ich super nice, Alter. Lecco Mio. Hab ich die einmal, zweimal hier drin. Oh, John Silver. Jetzt als gefährlicher Freund. Questet für 2. 2, 4. Haben nicht tintbar. Jetzt mal dieser Charakter erkundet, dass du einen anderen deiner Charaktere einen Schaden zufügen, wenn du dies tust, nachher den Charakter bereit. Ah, okay, man kann Charaktere mit ihm wieder bereit machen für einen Schaden. Auch nicht verkehrt. Diese Insel zog ich aus dem Meer. Ein Song von Maui. Damit kann man sich einfach einen beliebigen Ort aus dem Deck holen. Das ist nicht verkehrt. Das ist aber nicht tintbar, aber ja, okay. Gutes Lied, denke ich. Guck mal, da kriegt Rot endlich mal bessere Lieder dazu. Dann haben wir Rattenzahns Party, auch schon aus Set 5. Rabbit, der empörte Pirat. Auch Rabbit ist jetzt ein Freibeuter der Meere geworden. Ja. Einmal, zweimal, dreimal dabei. Die 100-Morgen-Insel. Es ist nicht der 100-Morgen-Wald. Nein, wir sind ja hier bei den Piraten, deswegen ist die 100-Morgen-Insel. Fantastisch. Jedes Mal, wenn einer der Charaktere in diesem Ort im Zuge einer magischen Person verbannt wird, sammelt so eine Legende. Ah, okay. Kann man alle hinschieben. Wenn die weggeschmissen werden, kriegt er viel Lore. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir einmal Ru, auch als Pirat, weil er hat ein Holzschwert. Ja, zweimal, dreimal. Haben wir vielleicht Kenga auch noch dabei? Weiß ich nicht. Hieß auf jeden Fall nochmal Fixed Felix. Ist aber auch aus Set 5. I won't give in. Da, schau her. Das ist definitiv ein neues Lied. Das ist einfach nur eine Strophe, ne? Aus dem Gesellsong. Ja, okay. Zwei oder weniger zurück auf die Hand, das ist nicht verkehrt. Benny hatten wir schon in Set 5. Genauso wie Björn. Aber macht natürlich Sinn, die beiden zusammen ins Deck zu packen. Oh, Miggy, der mutige Seefahrer. Solange dieser Charakter in einem Ort ist, erhält er plus 2 Stärke. Ah, ihr seht also, die Roten hier, die wollen definitiv viel mit Orten machen. Ja. Artwork finde ich auch cute. Ja. Der Miggy als Bootsmann. Sehr gewohnt, Steam und Willi. Bayana, autodidaktische Seglerin. Bild. Die ist auch eine Piratin, tatsächlich. Interessant. Interesting. Für 1 tintbar, 3 Stärke, 2 Defense. Huiuiui. Aber dieser Charakter kann ich herausfordern, außer du hast mindestens einen Kapitän im Spiel. Ja, das ist der Haken an der Karte, aber trotzdem nicht schlecht. Einmal, zweimal dabei. Michael Darling, ja. Der Michael, wie man auf Deutsch sagen würde. Der Bruder von Klaus. 2-2-1-1, ja, okay. Auch ein Pirat, war ja ein Holzschwert in der Hand. Noch ein Kokomora, der Piratenwerfer, ja. Achso, das ist die Schleuder, womit die da in Bayana da
auf die anderen schießen. Der hat Wendig, die anderen Piraten kriegen dann Wendig durch den. Oh, hier, ein Ort für echte Piraten. Sehr nice. Der Schädelfelsen. 6 Defense, 2 Tinker. Charaktere an diesem Ort erhalten eine Stärke. Okay, alle Charaktere hier werden stärker. Zu Beginn eines Zugs, wenn du mindestens einen Piraten an diesem Ort hast, dann zu einer Legende. Was ist das jetzt? Nee, das müsste. Nee. Also der wäre deutlich krasser, wenn er sagen würde, für jeden Piraten an diesem Ort kriegst du eine Legende, weil dann könntest du alle da hinschieben irgendwann und dann kriegst du, weiß ich nicht, 6 Legende einfach von dem Ort. Also wäre krass, aber es ist, glaube ich, nur. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, es ist so, dass er sagt, einer ist da und dann kriegst du eine Lore und nicht mehr. Auch wenn da zwei oder weiß ich nicht, was wie viele sind. Zweimal dabei. Einmal Rattenzahn aus Set 5. Zweimal Rattenzahn, dreimal Rattenzahn. Den Weg weisen. Jasmin zeigt den Stadtwachen, wo es lang geht. Deine Charaktere erhalten diesen Zug plus 2 ATK. Oh, okay, cool. Warum nicht? Ist eine Aktion auf jeden Fall. Das war's. Piratenstarterdeck. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage, um sich ein Piratendeck zu bauen. Ich habe ja schon ein Piratendeck. Und ich fühle mich fast genötigt, noch ein zweites Piratendeck zu machen. Ja, wenn ich die ganzen Winnie-Pooh-Charaktere sehe. Passt aber nicht zu der Farbe, die ich bisher im Piratendeck hatte. Weil die war Stahlrubin. Und das ist ja jetzt Bernsteinrubin. Schauen wir mal, was wird. Ja, aber ein sehr cooles Starterdeck schon mal. Wir müssen natürlich noch das Booster von dem Starterdeck aufmachen. Da drauf der gute Baymax. Ich finde es so cool, dass sie dir immer pro Starterdeck nochmal einen extra Booster geben. Ach, wenn ich es aufkriegen würde. Ne? Ah! Ist aber immer, wie haben die das denn verschlossen immer? Boah! Ach, direkt um dich anzufüttern halt, dass du ja unbedingt auch noch mehr Booster kaufen sollst. Prinz Naveen. 2, 2, 2, 3, keine Effekte. Okay, steht in Glühwürmchen. In Hode sieht die bestimmt nice aus. Viel Glück zum Nichtgeburtstag! Hahaha! Alle gegnerischen Mitspieler legen die obersten zwei Karten ihres Decks auf ihren Ablagestapel. Oh, das ist nicht verkehrt. Geht das an. Das sind die, kann auch Charaktere sehen. Nochmal der Schädelfelsen. Baymax Gesundheitsschip. Erschöpfen wähle eine Möglichkeit aus. Entferne bis zu 1 Schaden von einem Charakter deiner Wahl. Entferne, wenn du mindestens einen Roboter im Spiel hast, entferne bis zu 3 Schaden von einem Charakter. Oh, gute Synergien wahrscheinlich mit Baymax-Karten, die ja auch drin sind. Heathcliff. Der ist, stimmt, habe ich letztens erst drüber gesprochen. Mit jemandem. Der ist auch aus Baymax. Ich wusste jetzt nicht, wer der ist. 3, 3, 4. Behütet, nicht schlecht. 2 Questen. Ja, okay, kann man machen. Kuhhut. Vertrauter Marinesoldat. Okay, Kuhhut. Der sieht doch einfach aus, als wäre der irgendwie so. Wenn du Halo auf Wish bestellst, ne? Oder hier, das mit den Schlümpfen. Wie heißt es nochmal? Avatar. Ja, so sieht er aus. Aber der ist hier aus dem Ralf Reichs, meine ich, ne? So, der Märzhase. Ich wusste gar nicht, dass der Märzhase heißt. Aber, the more you know, 4, 2, 3, 2, 0, aber rasant. Auch selten, ne? Dass du Charaktere mit rasant hast und die dann auch gleichzeitig so viel Lore haben. Aber gut, nochmal Klaus. Unglückliche Situation. Scar. Nochmal Tigger im Krähennest. Oh, mystischer Baum. Wo ist der denn her? Mama Odi, achso, Mama Odi, sorry, das ist wieder Küss den Frosch. Den Film habe ich noch einmal gesehen. Eine Schadensmarke. Oh, kann Schaden verschieben von unserem auf die anderen. Okay, Mama Udi muss hier sein, dann sammelt ihr auch eine Legende. Und wir haben einen Kokomora in Holo und das ist natürlich hier nur die Karte für das Sammelbild. So, sehr schön. Wir machen das nächste Starterpack auf. Da, wie ihr schon seht, ich habe ihren Namen vergessen, aber die ist aus Baymax. Und natürlich Trixie von der Rettungstruppe. Smaragd, Saphir. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, das gibt mir die Grundlage für ein fantastisches Chip und Chat Deck. Ja. Ja, wie gesagt, Räuber und Diebe sind auf Galoventour. Selbst wenn der Fall auch schwer ist und der Weg weit ist, sind sie eigentlich stets für uns bereit, Chip und Chap. So, das lege ich an die Seite. Das Booster legen wir auch. Die Seite machen wir gleich auf. Also, das letzte Set. Himmelsleuch noch, wenn ich da beim Pull echt Glück hatte, hat mich nicht so sehr abgeholt, so richtig von allen Charakteren und so weiter. Aber das Set, oh, das ist schon Zucker. Guckt euch diese Tricks hier an. Guckt mal hier. Guckt sie euch an. Die questet für 3, kostet 6, ist aber tintbar. 3, 6, hat Gestaltwandel. Solange du mindestens 3 Gegenstände im Spiel hast, zahlst du ein weniger, um Erfinder auszuspielen. Aha! Deswegen ist das mit Baymax gekoppelt. Das ist das Erfinderdeck. Guckt ihr das an. Nicht schlecht. Go, go, Tomago! Genau. So hieß sie. Wendig ist sie, 2-2-2-2. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du 2 bezahlen.
Wenn du dies tust, wähle einen gegnerischen Charakter und zähle den Schaden auf ihm. Sammel diese Anzahl an Legenden. Oh, das ist auch nicht verkehrt. Du kannst für den Schaden, den du dem Gegner gibst, direkt Lore sammeln. Goofy, der Schiffbauexperte, auch ein Erfinder. 3 Lore, 5, 1, 4. Jetzt haben wir dieser Charakter erkundet. Erhält einen Charakter einer Wahl bis zu Beginn deines nächsten Zugs behütet. Oh, das ist nicht schlecht. Du bist zurückgekommen. Mach einen Charakter einer Wahl bereit. Leider nicht Timper, aber eine verdammt gute Karte, meine ich. Ja, da kann man viel Schabernack betreiben. Sehr viel Schabernack. Hiro Hamada. Als Teamleiter. Sagengestalt, Held, Erfinder. Natürlich ist er das. Er hat Robust. Andere Erfinder kriegen Robust. Oh, das ist nicht schlecht. Robust 1. 2. Bezahlen. Schau die oberste Karte des Decks an. Lege sie anschließend entweder auf oder unter dein Deck. Oh, das kann ja immer wieder. Nur für die Kosten. Den muss man dafür nicht erschöpfen. Das ist gut, ey. Das ist gut. Ah! Hallo, ich bin Baymax, persönlicher Gesundheitsbegleiter. Balalalalala. 3. 0 ATK. Finde ich auch gut für Baymax. Passt das. Wenn du einen Erfinder spielst, zahlst du ein weniger, um diesen Charakter auszuspielen. Macht Sinn und kostet nur 2. 2. Entferne bis zu 1 Schaden von einem Charakter in der Wahl. Er kann nur 1 Schaden entfernen. Ja, gut, okay. Aber immerhin. Ne, kostet für 2. Nicht verkehrt. Clarabella aus Z5. Einmal, zweimal. Honey Lemon. Chemie-Genie. Auch aus Baymax natürlich. 2, 1, 1, 1, Quest für 2. 2 bezahlen. Um alle Gegner mitspielen, eine Karte ihrer Hand abwerfen, auswählen, abwählen zu lassen. Oh, das ist ja wie durchdringender Blick. Das ist ja für alle dann. Das ist ja. Das ist nicht schlecht. Für so ein Discard-Deck ist das krass. 2-mal. Prinz Philipp, königlicher Entdecker. Behütet hat er. 3, 3, 2. Quest für 2. Oh, okay. Der Philipp. 1-mal, 2-mal. Megabot. Freundliches Gesicht, der Gegenstand kommt erschöpft ins Spiel, okay. Schöpfen wir von diesem Gegenstand, wähle eine Möglichkeit aus. Verbanne einen Gegenstand deiner Wahl, verbanne einen beschädigten Charakter deiner Wahl. Oh, das ist auch nicht schlecht. Guck dir das an. Weil das sind Vielseiter. Ja, 2 Effekte in einem. 1-mal, 2-mal. Smart Chromicorn, sehr geile Karte. Hiro Hamada. Jetzt sind wir in der Kommandozentrale. 3, 0, 3. Erschöpfen. Siehst du, den musst du erschöpfen. Und 2 bezahlen. Die Suche dein Deck nach einer Gegenstandskarte oder einer Roboter-Charakterkarte und zeige diese einem Mitspieler. Mische danach dein Deck und lege die gewählte Karte als oberste Karte auf dein Deck. Ah, jetzt geht's los hier. Ne? Guck mal, jetzt kommen die Search-Karten nach Lokana. Ich hoffe, Lokana bleibt noch möglichst lange unkompliziert und entspannt und spaßig und wird nicht sofort zu dem komplexen Yu-Gi-Oh!-Regelwerk geprügelt. Aber jetzt kommen die ersten richtigen Search-Karten nach Lokana. 1-mal, 2-mal. Wasabi, systematischer Ingenieur. Die in Holo, glaube ich, wäre auch fresh hier. Ne? Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Gegner deiner Wahl verbannen. Wer den Gegner im Spiel hatte, sammelt eine Legende. Ah! In deinem Zug erhält dieser Charakter wendig. Es ist ein besserer Benjer, ja, muss man sagen. 1-mal, 2-mal. Hey, hey! Nochmal ein Hey, hey! Ist alles. Wenn du diesen Charakter ausspielst, erschöpfe einen Gegenstand deiner Wahl. Er wird zu Beginn des Zugs nicht bereit gemacht. Oh, das ist gut. In diesem Zug erhält dieser Charakter wendig. Hey, hey. Bestes Huhn, wo gibt? Primus von Quack ist in meinem DuckTales-Deck natürlich drin. 1-mal, 2-mal. Plickli! Ich wusste bis eben nicht, wie dieser Charakter heißt. Wissenschaftlicher Experte. Wenn du diesen Charakter ausspielst, wähle einen deiner Charaktere und lege ihn verdeckt und schöpfe dein Tinfoil. Oh. Das ist quasi der. Das ist so ähnlich wie Mickey und so weiter, nur dass er direkt vom Feld jemanden nimmt. Interessant, wie Mickey Detektiv, ne? 1-mal, 2-mal. Fred, das Maskottchen am Tag, ja? Wenn du diesen Charakter herausgefordert hast, sammelst du 2 Legenden. Oh! Das ist nicht schlecht. Der kommt, kann einen Schaden machen, sammelt selber eine Legende, ansonsten, wenn er verwandelt, kriegst du noch 2 dazu. Der ist nicht schlecht, der ist echt gut. Fred, 3-mal. Stitch, kleiner Scherzbold. Guckt ihn euch an. Sehr schönes Artwork. Alle, guck mal, die haben auch alle so geile Wellen im Hintergrund, ne? Das ist das azurblaue Meer. Ich glaube, fast jede Karte aus diesem Set in Holo wäre geil. Kosten 1, der Charakter hält diesen Zug plus 1 ATK. Oh, okay, warum nicht? Nicht schlecht. 1-mal, 2-mal. Dann nochmal Heathcliff. 2-mal. Alistair Cray, ehrgeiziger Unternehmer. Der ist auch aus Baymax. Wenn Gegenstand im Spiel hat, sammelt er eine Legende, wenn er ausgespielt wird. Das ist auch nicht schlecht. 3-mal. Basil, hypnotisierte Maus. Guckt ihn euch an. Basil, da kann man schon sehen. Basil wurde jetzt in der Geschichte von Lorcana, von Jafar, verzaubert. Und deswegen dient er ihm jetzt. Diese komische Spiralauge, so wie die Charaktere halt im Aladdin-Film, wenn Jafar das gemacht hat. Okay, mal nochmal Lorcana-Lore einfach erklärt. Mal sehen. Dr. David Bustin. Heißt der wirklich im Offiziellen so? Ist ja Watson eigentlich, ne? Oder whatnot. 4, 3, 4, Quested für 2. Oh, stabil. Kann man mal machen. Sonnenschein, die gute Fee aus Set 5, 2-mal. Heffalumps und Wusels. Das ist eine sehr schöne Karte.
Zum einen ist es ein schönes Lied aus Winnie Pooh und zum anderen sagt er ein gegnerischer Charakter deiner Wahl kann in seinem nächsten Zug nicht erkunden. Ziehe eine Karte. Das heißt, du blockierst einen Gegner und ziehst eine Karte. Das ist schon gut. Zweimal drin. Yokai, Professor Callaghan. Achso, das ist der von Baymax. Zweimal, dreimal als Einser. Das Institut für Technologie. Ja, das ist abgebrannt, ne? Im Film. Zweimal dabei. Tante Cass. Eine Internetsension. Für Gründe, die ich jetzt nicht weiter benennen möchte. If you know, you know. Größter Fan. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, erhält ein Erfinder deiner Wahl in diesem Zug plus eine Lore. Oh, nicht schlecht. 1-2 über die Getränke, die Tante Kessel. Da ist Trixie. Endlich mal. Guck mal, da ist Trixie drauf. Ich habe bisher so viel Rettungsgruppe war ich bisher noch nicht, ne? Scharfsinnige Maus. 2-2-2-3. Okay, das ist dann da, dass man sie shiften kann. Oh, Ben. Exzentrischer Roboter. 4-4-3. Und der hat unterstützt und der questet sogar für 2. Junge. Die Karte ist gut, Alter. Guck dir das an. 4-3 hat unterstützen. Gibt wem anders einfach, wenn er für 2 questet, seine ATK dazu. Bam, der ist heftig. Der ist heftig. Ja, wieso ist denn der nur... Ja, weiß ich nicht. Dann nochmal Bam, Gesundheitsschip 2-mal. Ja, okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch bei diesem Starterdeck irgendwas ist mit den Karten. Die fühlen sich auch dünner an. Oder bilde ich mir das nur ein? Also, falls ihr euch auch Starterdecks geholt habt, vom Azurblauen Meer... Dann sagt mir mal bitte, ob das bei euch auch so ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde das irgendwie weird. Die fühlen sich dünner an, habe ich das Gefühl, die Karten. Und die sind auch teilweise irgendwie seltsam gedruckt. Also, das mit dem Dünner, das mag Placebo sein. Aber dass die teilweise so ein bisschen verruckelt bedruckt sind, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Immer. Aber gut, wir machen jetzt noch das Booster-Pack auf, bevor wir uns dann gleich dem ganzen Display widmen. Komm mal auf den Bums hier. Oh! Was ist denn? Wie sind die denn verklebt dieses Mal? Haben die den Konfektionierer geändert oder was? Eieieiei. So, Prinz Naveen nochmal. Booster fängt genauso an wie das letzte. Sisu in ihrem Element. Herausfordern plus 2, 5, 3, aber 6 Defense plus für 2. Schönes Artwork. Kann man mal machen. Diebstahl. Abu, der Affe klaut. Donnelor. Nochmal eine andere Trixie. Das war nicht die von eben, ne? Das ist okay. Jedes Mal, wenn ich einen Gegenstand habe, hätte ich den Zug. Ah, eine Lore. Für jeden Gegenstand, den ich ausspiele, kriegt er eine Lore dazu. Das ist nicht schlecht. Erfalloms und Wusels. Kokomora. Spezialisten für Langstrecken. Chip! Na endlich! Chip! Guck ihn dir an. 3, 4, 2. Solange du mindestens einen Chip-Charakter im Spiel hast, erhält dieser Charakter unterstützen. Ah, ist das schön. Chip und Chip unterstützen sich gegenseitig. So muss das sein. Gefällt mir. Transportkapsel. Zu Beginn deines Zugs darfst du einen deiner Charaktere wählen und ihn kostenlos zu einem Ort bewegen. Für eins ist das auch nicht verkehrt. Das Walross aus Alice in Wunderland. Okay. 4-3-6. Na gut. Sensorkern des Königs. Was ist der denn her? Ist das wieder eine eigene Erfindung oder ist das, war das von Ralf Reichs? Prinzen und Könige erhalten robust plus 1. Okay. Nicht schlecht. Schöpfen 2. Ah, okay, darf man so ähnlich wie das Bernstein-Comic-Con, falls ich mich richtig erinnere gerade. Oh, und Oswald! Guck mal, hier eine goldene. Einfach eine goldene aus dem Booster des Starterdecks. Wie geil ist das denn? Der gute Ossi! Oswald! Oswald, der lustige Hase! Jedes Mal während deines Zuges, wenn eine Karte in dein Tinderwort gelegt wird, darfst du die oberste Karte deines Decks aufdecken. Falls sie eine Gegenstandskarte ist, darfst du sie kostenlos unter Shift ausspielen. Falls nicht, lege sie unter dein Deck. Der ist krass. Also für so ein Gegenstandsdeck, ja, mit der Ariel oder mit dem Tamator zusammen, boah, da ist der echt brutal. Und dann haben wir noch Dr. Doppler. Dr. Doppler war, glaube ich, auch aus Schatzplanet. Aber sehr nice. Ich glaube, bei keinem Starterdeck habe ich bisher eine goldene rausgezogen aus dem Booster, was dabei war. Sehr cool, sehr cool. Jetzt sind wir gespannt, wie viele goldene wir hier rausziehen. Ach, ihr wisst, ich bin ein bisschen, oder wie immer bin ich nervös, auch wenn ich mich nicht beschweren muss bei meinem Enchanted-Glück. Ich kenne Leute, die haben sich auch schon fast genauso viele Displays geholt in ihrem Leben wie ich und die haben bisher, glaube ich, noch gar keine Enchanted oder nur eine gezogen. Von daher darf ich mich da nicht beschweren. Aber Fakt ist, dieses Set hat mit Wasser zu tun. Ja, und beim letzten Set, nämlich Ursulas Rückkehr,
was mit Wasser zu tun hatte, habe ich nach 3 Displays keine einzige Karte, keine einzige Uncharted-Karte gehabt. Das heißt, ich bin ein bisschen pessimistisch, was das betrifft. Da werde ich abergläubisch. Wünscht mir Glück, dass hier irgendeine Uncharted drin ist. So, erstes Pack mit dem guten Baymax. Alter, was gehen die so schwer auf? Ich muss mir ja doch noch eine Schere zurechtlegen. Das ist ja furchtbar, ist das ja. Ravensburg, was habt ihr gemacht? Nun gut, wir schauen uns das an. Wir haben Basil. Wir haben Simba. 214. Schönes Artwork. Magie schaffen. Aktion. Verschiebe einen Schadensmarker von Rekord deiner Wahl zum Gegenstand deiner Wahl. Ziehe eine Karte. Ach, das ist genau dasselbe, was der Ort quasi kann. Michael Darling. Azurblaues Meer befahren. Du darfst in diesem Zug eine weitere Karte aus deiner Hand verdeckt in dein Tintenwort legen. Ziehe eine Karte. Oh! Das ist ja quasi ein besserer Detective Mickey, ja? Wobei, der holt von Deck, der holt von der Hand. Naja. Mullins, erfahrener Schiffskamerad. Ja. Ein weiterer Pirat. Der ist grau. Könnte der in mein Piratendeck kommen? Was ich schon habe. 6. Oder kostet auch 5. Und es ist ein Smee-Charakter. Ah, mit Smee zusammen kriegt er robust. Ja gut, da muss er aber weniger von Captain Hook machen, sondern mehr. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Microbots. Dein Deck darf beliebig viele Kopien von Microbots erhalten. Das ist so ähnlich wie mit den Dalmatinern aus Set 2. Wenn du diesen, oder war es Set 3, weiß ich nicht mehr. Wenn du diesen Gegenstand ausspielst, gib einem Charakter deiner Wahl in diesem Zug -1 Stärke für jeden Microbot-Gegenstand, den du im Spiel hast. Das ist schon nicht verkehrt. Damit kannst du ja. Ich meine, da gibt es noch den Erfinder dazu, der die gebaut hat, ne? Diesen Yokai. Und dann haben die, glaube ich, eine richtig krasse Kombo. Wenn ich mich recht erinnere. Aber werden wir vielleicht ja noch sehen. Präsidentin des Hohen Rats aus Lilo und Stitch. Gelb. Aha. Alle Aliens. Guck mal, jetzt gibt es auch Aliens einfach als Typ. Gab es die vorher? Wobei Stitch war wahrscheinlich schon immer ein Alien. Ist wahrscheinlich noch nicht aufgefallen auf der Karte. Michael. Oh, Nani. Nani hat Unterstützen. 5 kostet sie. 3, 5, 2 Lore. 2, gib einem Charakter einer Wahl. -1 Stärke. Oh, okay. Oh, guck mal hier. Die Lilo. Die ist richtig gut. Die Lilo passt auch, ne? Erst Nani, dann Lilo. Entfesselungskünstlerin. Stärke 1, 2. Questet für 2, kostet 2. Aber zu Beginn deines Zuges, wenn diese Karte in deinem Ablagestapel ist, darfst du sie erschöpft ausspielen. Ah, das ist geil. Die kommt quasi jede Runde wieder, solange du 2 bezahlst. Das ist super nice. Oh, what the fucking shit? Im ersten Pack eine Holo-Goldene? Was zur Hölle ist denn hier los, Alter? Was zur Hölle ist denn hier los? Was zum Fick? Was ist denn? Leute, was ist denn? Guck mal hier, die Tiana. Oh, eine goldene, in Gold glänzend. Das ist ja, und vor allem, die ist richtig fresh. Die ist richtig fresh, Alter. Die kostet 3 nur, ja, für Defense. Aber jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere herausgefördert wird, das heißt, es geht auf alle Charaktere, wenn man im Spiel hat, es geht nicht nur auf sie selbst. Solange dieser Charakter erschöpft ist, erhält der herausfordernde Charakter in diesem Zug -3 Stärke, falls die ihm zugehörige Person nicht 3 bezahlt. Das heißt, du kannst, es sei denn, der hat halt wirklich absurd starke Charaktere, der Gegner, kannst du einfach seine attackierenden Charaktere mit der Karte ziemlich ausbremsen. Also, boah, das ist der Hammer. Also, es geht gut los. Ich leg dir mal hier hin. Es geht gut los. Boah, okay. Aber das ist schon mal ein Win. Das ist schon mal ein richtiger Win. Wahrscheinlich war das jetzt der beste Pull des ganzen Displays. Da kommt nichts mehr, aber man wird sehen. Man wird sehen. Wir haben nochmal den guten Fred. I won't give in. Die weiße Rose. Wenn du diesen Charakter ausspielst, dann bist du eine Legende. Voll nice. 3-3-3. Sammelst du eine Legende, wenn du gespielst. Ist nicht verkehrt, ja. Vajana. Da ist er nochmal, die als Piratin gilt, weil sie den Komor da verbündet hat. Helfende Hand! Ach Gottchen, das kleine Häschen von Sumania hier. Kannst du mir mal das Unterstützen geben? Gut! Nochmal der Master Chief von Wish. Mückenstich! Lege einen Schadensmarker auf einen Charakter deiner Wahl. Ja, okay. Vor allem, oh nein, guck mal. Lest mal genau, was hier steht. Da steht, lege einen Schadensmarker auf einen Charakter deiner Wahl.
und nicht füge einem Charakter Schaden zu. Jetzt fangen die echt mit dieser Yu-Gi-Oh!-Scheiße an, wo es dann heißt, nein, auf den Friedhof legen ist nicht dasselbe wie weglegen und wählen ist nicht dasselbe wie aussuchen und weiß ich nicht. Oh, Lokana, bitte mach das nicht. Oh, bitte mach das nicht. Aber, ja. Wir werden sehen. Dr. Doppler nochmal. Oh, Tuk-Tuk, jetzt im Groß. 6 ATK, aber gut, der kostet auch 5. Okay. Tuk-Tuk. Madame Mim, nochmal eine Mim. 2 Schöpfen, wähle eine Karte in deiner Hand und wirf sie ab. Sammle eine Legende. Okay. Sure, why not? Und darunter haben wir... Oh, Scar, guck mal. 2. Silber, ne? Das ist nice. Scar, 5. Das ist ein sehr geiles Artwork. Es ist ein sehr geiles Artwork, ja, muss man mal sagen, ja. 4 Stärke, 2. Crested für 3. Wenn du diesen Charakter ausspielst, wähle einen deiner Charaktere und füge ihm 2 Schaden zu. Um einen anderen Charakter in der Wahl 2 Schaden zuzufügen. Okay. Auge um Auge quasi. Sehr cool. Sehr cool, mal 2 Silber. Darunter ist noch ein Pluto. Ein Pluto in Holo. Not bad. Not bad at all. Nächste Pack. Gibt doch Leute, die schneiden hier so auf. Oder mit einer Schere oder einem Messer oder so. Aber ich habe Angst, dass ich die Karten dabei beschädige. Deswegen mache ich das lieber nicht. Wir haben das gefährliche Labyrinth. Ja, das ist ein Ort. Ja, ist cool. Sammelt nämlich eine Legende. Kostet 3. Und wenn jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere an diesem Ort herausgefordert wird, wählen alle gegnerischen Mitspielenden je eine Karte aus ihrer Hand und werfen sie ab. Das heißt, du kannst im Mehrspielermodus, wenn du keine Karte auf der Hand hast, aber wer anders schon, die halt total natzen, indem du trotzdem angreifst. Dann müssen die trotzdem abwerfen. Das ist voll fies. Oh, Naseweiß. Guck mal, das ist ein wunderschönes Artwork. Das ist ein wunderschönes Artwork. Ja. Die in Holo ist Banger schlechthin. Und die habe ich sogar in Holo, weil ich war bei einem Sealed Event letzte Woche privat. Ja, und da habe ich die gezogen aus dem Booster. Also voll geil. Freut mich, dass ich jetzt nochmal habe. Mickey Maus, nochmal als Bootsmann. Yokai. Das Zwillingsfeuer von den Zwillingen. Die verlorenen Jungs aus Peter Pan. Können 2 Schaden zufügen und dann nochmal 2 Schaden zufügen. Mach einen Robo bereit. Wieder, wähle eine Möglichkeit aus. Mache einen Gegenstand deiner Wahl bereit, mache einen Roboter deiner Wahl bereit, der kann diesen Zug nicht mehr erkunden. Das ist, jetzt fangen die auch an mit verschiedenen Möglichkeiten, also doppelte Effekte und sowas. Das ist schon krass. Ich glaube, es wird, Lokana wird sehr schnell sehr viel komplizierter. Don Kokomora. Oh, Jim Hawkins. Weiterer Pirat, oder? Ne, ist gar kein Pirat. Guck mal, Flutgestalt und Held. Ist kein Pirat, okay. Er ist auch eher Bergsteiger hier auf der Karte. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Charakter oder einen, okay, einen Schaden zufügen. Irgendwie sind ja viele mit einem Schaden zufügen irgendwie dabei. Ein Kokomora, ein großer Kokomora. Bronze. 4, 6, 7, leider nicht tintbar. Cooles Artwork eigentlich. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du eine Karte ziehen, wieder nach einer Karte deiner Hand und wirf sie ab, quasi wie der kleine Simba. Um einen Charakter oder Ort deiner Wahl einen Schaden zuzufügen. Ah, anders wie der kleine Simba. Wenn du so einen Piraten abgeworfen hast, füge deinem Charakter oder einem Ort deiner Wahl stattdessen 3 Schaden zu. Oh, guck mal. Also musst du halt auch erstmal für 7 aufs Feld kriegen dann, ne? Aber nicht schlecht. We could be immortals. Ein Song von Big Hero 6. An den ich mich so gerade nicht erinnere. Aber scheinbar gibt's den. Und Yokai in Holo. Also wie ihr seht, viel Winnie Pooh. Sehr, 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 sehr viel Piraten. In jeglicher Form. Ein kleines bisschen Chip und Chap und vor allem Baymax. Ja. Also das dominiert hier das Set Nummer 6. Ja. Und hier haben wir jetzt Dr. David. Was denn nochmal? Chief Bogo 444. Solange du mindestens einen Gazelle-Charakter im Spiel hast, erhält dieser Charakter Singen 6. Oh, krass. Für Steel-Song ist das sehr gut. Yago 442. Wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird, nimm ihn zurück auf deine Hand. Oh, das ist auch cool. Kannst du quasi jede Runde wieder neu aufspielen, wenn er verbannt wird durch einen Kampf? Aladdin, furchtloser Navigator. Guck mal, Aladdin, der Seemann. Warum hat er keine Nippel? Egal. Institut für Technologie. John Silver, guck ihn dir an. Alien, Pirat, Kapitän, alles, was ich mir für so ein Piratendeck wünsche, sogar grau. Wenn du diesen Charakter ausspielst, wähle einen Charakter. Er kann in seinem nächsten Zug nicht herausfordern. Okay. Ja, kann man machen, aber... guckt euch mal den Scar an.
Das Artwork ist geil. Das Artwork in Holowert. Zucker. Rasant hat er und Herausforderung plus 3. Der hat schon 4. Der hat auch gleich mal mit 7 an. Zwei Quests, gut. Kannst halt nicht tinten, ne? Aber boah. Nice. Gefällt mir. Nochmal Kokomora. Billy Bones. Auch Pirat. Sehr schön. Wenn dieser Charakter verbannt wird, darfst du deinen Gegenstand oder einen Ort deiner Wahl verbannen. Ah. Oh. Not bad. Not bad. Aber nochmal Goofy, nochmal als Schiffsbau-Expertin. Der Schatzberg. Insel im azurblauen Meer. Okay, ist wieder Lokana eigen. Zu Beginn deines Zugs zähle deine Charaktere an diesem Ort. Füge einem Charakter oder einem Ort deiner Wahl dieselbe Anzahl an Schaden zu. Was sind für 2? Das ist nicht schlecht. Aber nicht tintbar. 5, 2 zum Hinbewegen. Naja. Und die Holo ist... Oh, Abu! Abu, 5, 4, 4. Rasant hat er auch. Guck mal. Der Affe rastet komplett aus, sobald er aufs Feld kommt. Auf jeden Fall hier bisher schon gut viele Piraten gezogen. Darum geht es mir ja hier auch bei diesem Set. Wir werden sehen, was wir noch so ziehen. Zum Beispiel nochmal den Fred. Mr. Litwak. Wer ist das? Ach, das ist der Besitzer von der Spielothek, wo Ralf Reicht spielt. 3, 2, 3. Okay. Genie, begeisterter Schiffsbau. Aber selbst Genie baut jetzt Schiffe. Es gibt zu wenig coole Genie-Karten. Ich liebe Genie. Ba-da-ba, wah-wah. Margowski. Das ist noch so einer. Noch so ein Master Chief von Wish. 3, 2, hat Wendig. Wendig? Der sieht nicht sehr wendig aus, aber gut. 3, ja, 4, 3, 2, ja. Markowski. Okay. Nick Wilde. Durch Nesta Fox. Kriegt er Unterstützung. Okay. Und aber auch plus 2. Okay. König Hubert. Ja, Mensch, Hubi. Wo bist du denn her? Wo kommt der? Woher ist König Hubert, Alter? Was für, von was ist der König? Ist der von Cinderella oder von... wer ist es nochmal? Dornröschen? Ich weiß es nicht. Das sagt mir gerade gar nichts. Prinz Philipp. Hatten wir vorhin auch schon. Yokai, hier. Das ist der. Der sieht krass. Guck mal, die in Holo mit diesen blauen Ringen wäre, glaube ich, sehr nice. 4-3-3, zwei Questen. Er sagt aber... Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du einen deiner Gegenstände zurück auf deine Hand nehmen. Wenn du dies tust, zahlst du 2 weniger für den nächsten Gegenstand, den du diesen Zug ausspielst. Genau das meinte ich. Wenn du halt viele von diesen Bots hast und ihn dann spielst, dann kannst du die immer wieder bouncen quasi, die Gegenstände. Und die haben ja Synergien, wenn sie wieder ausgespielt werden und so weiter. Und da kann man, glaube ich, viel Schabernack mit machen. Heiß und fertig, so wie ich. 3, Stitch, wähle eine Möglichkeit aus. Füge einem Charakter dabei 2 Schaden zu, verbanne einen Gegenstand. Ey, guck mal, das ist krass, dass es jetzt so viele gibt, die einfach sagen, komm, du hast 2 Infekte in einem. Das ist ja... Du bist zurückgekommen. Mach einen Charakter deiner Wahl bereit. Da ist er wieder. Gerade. Gantu, ja. Wie viele Lore soll's sein? Ja! Kostet 5, 4 ATK, 3 Defense und questet einfach für 4. Weil der Oleg questet für 4 hier. Boah. Und da haben wir nochmal König Hubi in Holo. Woher ist König Hubert? König Hubert. Ich habe keine Ahnung. Der muss aus einem... Oder ist das der König von... Ist das der König von... Schwert im Stein? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Woher ist König Hubert? Bereit zum Endorn! In grün, Piraten, gib einen Charakter deiner Wahl in diesem Zug plus 2 Stärke. Willst du einen Pirat, dann erhält, gib diesen Charakter plus 3 Stärke. Ah, aber ist grün. Passt nicht in meine Farbkombi, die ich bisher habe. Gut gemacht! Aha, gib einen Charakter deiner Wahl in diesem Zug einen Lore mehr. Okay. Der Zimmermann. 2, 1, 1, frage ich ihn weg. Wenn dieser Charakter verbannt wird, darfst du einen Charakter deiner Wahl erschöpfen. Ah, okay. Das ist nicht schlecht trotzdem. Nochmal Bayana. Auch Ben nochmal. Der ist nicht gut, ey. Jim Hawkins. Noch ein Jim Hawkins. Jedes Mal. Während deines Zuges, wenn eine Karte in deinem Tinfort gelegt wird, erhält dieser Charakter in diesem Zug Herausforderung plus 2. Ah, das ist... Boah, warte mal. Herausforderung plus 2. Na gut. Das ist, wenn du die mit Blau kombinierst, das ist sehr geboostet vielleicht. Prinz Naveen in der seltsamen Kluft, jetzt als Seefahrer. 5, 2, 6. Gestaltwandel, okay. Beschützen hat er. Okay, not bad. Donald, guck mal, Donald als Pirat. Ja, nicht ganz ein Kingdom Hearts Outfit, aber immerhin. 2, 3, dann müssen es ein Kapitän spielen, erhält dieser Charakter plus 2 Lore. Quest der für 3. Oh, leck mich am Arsch, Alter.
den Weg verlieren. Man ist im Wunderland. Das ist sehr seltsam. Guck mal, dazu die passende Daisy. Piratenkapitäne. Das ist doch eine Synergy hier. Guck mal. Donald und Daisy. 2, 3, 3, 2. Jetzt haben wir nur einen Piraten an einem Ort erkundet. Ziehe eine Karte. Ach, das ist deep. Das ist schon... Da kann man sich auch was Gutes bauen. Tadashi Hamada. 6 kostet. Der ist aber Tintbar 3, 3. Queste für 3. Dieser Charakter erhält plus Stärke und plus Defense für jeden Gegenstand, den du im Spiel hast. Boah. Ich glaube, ich muss auch ein Baymax-Deck bauen. Ich kriege ja hier Bock zu basteln. Nur. Und nochmal, bereit zu entern. In Rulo. Also ich finde, vielleicht überschätze ich das gerade auch, aber ich habe so das Gefühl, dass mit diesem Set das Meta sich nochmal dolle ändern wird. Also was hier für Karten drin sind, ich habe das Gefühl, noch kein Set hat so starke Effekte reingebracht wie das hier gerade, spontan. Boah, also vielseitiger auch. Stitch nochmal. Chip, Freund in der Tat. Für 3-3, wenn du diesen Charakter ausspielst, erhält ein Charakter deiner Wahl diesen Zug plus ein Lore. Sehr schön. Brauchen mehr von. Das Feenschiff. Schick. Weiß aber nicht, ob das ein offizielles Schiff von Tinkerbell ist oder irgendwo anders herkommt. Also aus Locarno oder so. Den Weg weisen. Dann haben wir nochmal Ben. Jetzt habe ich, glaube ich, schon. Da habe ich schon 4 Bens, glaube ich. Nice. Arrow. Kostet 2, 1, 2. Quest für 2. Ah, robust. Not bad. Für ein Early. Fürs Early Game. Dann haben wir noch Rufer. Bellwether. 2, 3. Immer jedes Mal, wenn das Zug ist, wenn eine Karte in den Tinnbar gelegt wird, erhält ein gegnerischer Charakter der Wahl in seinem Zug nächsten Zug impulsiv. Ah, er kann sich impulsiv mitbauen. Nicht schlecht. Böses Schäfchen hier. Feenglanz. Das ist eine schöne. Die in Holo wäre, glaube ich, geil. Ja, Feenglanz. Die in Holo wäre richtig nice. Raya. Reiterin aus Kumandra. Ist das auch eine Pirate? Nee. Eine weitere Raya. Und da gefällt mir das Artwork aber jetzt nicht so, ehrlich gesagt. 3, 3, 2. Einmal während deines Zugs, wenn du eine Karte in dein Tintenfort gelegt wird, darfst du einen deiner anderen Charaktere wählen und bereit machen. Er kann diesen Zug nicht mehr erkunden. Ah! Das ist aber auch... Jetzt kriegen die hier schon... Jetzt wird es auf ein... Mit dem Set wird es auch wichtig, in welcher... Also wirklich richtig wichtig, in welcher Reihenfolge du anfängst, Sachen zu tinten. Das ist ja auch wild. Beuge dich meinem Willen! Ey, dieses Artwork, ey, das ist Killer. Jafar sah selten so gefährlich aus. Und guckt euch mal an, was der Effekt ist. Alle gegnerischen Mitspielenden werfen alle Karten aus ihrer Hand ab. Bam. Fickt euch selber. Was ist denn? 7 kostet die aber auch. Ich meine, kannst nicht tinten, aber das ist heftig. Das, wenn du davon gehittet wirst, du, das ist brutal heftig. Ja. Die in Holo wäre, glaube ich, auch nice. Oh, guck mal hier. Madame Mim. Bewirbt die sich für die Quidditch-Meisterschaft oder was? Herausfordern plus 1. Simsala Brim. Deine anderen Charaktere halten Herausforderung plus 1. Ah, okay. In Holo 2. Okay. Mim. Aber die Mims haben, glaube ich, alle nicht. Müsste es wissen, weil ich ein Blöppeldeck habe, aber meine, die Mims haben keinen Gestalt an der Nähe. Das haben nur die Merlins. Von daher bringt die jetzt gerade. Außer der Drache vielleicht. Kann sein, dass der Gestalt dann hat. Aber, ja. So. Galaktischer Kommunikator. Hier aus wie eine Swatch. Ein Bezahlen, verbanne diesen Gegenstand, schicke deinen Charakter einer Wahl mit 2 oder weniger Artikel zu gehören zurück. Ah, weiß ich jetzt nicht. Nochmal Prinz Naveen, viel Glück zum Nichtgeburtstag, Schädelfelsen, Baymax Gesundheitschip, Kokomora, Chip nochmal, Transportkapsel. Oh, Naseweiß, die ist schön. Diese Naseweiß ist ja die in Holo. Wäre auch Zucker. Ein sehr schönes Artwork von dieser Naseweiß. Kostet aber auch 7, Alter. Kann aber gestellt werden, mit 5 machen, ist wendig. Hier ist, wenn dieser Charakter erkundet, erhalten deine anderen Feen in diesem Zug eine Lore. Okay, jetzt kann man sich aber schon ein richtiges Feendeck basteln vielleicht. Energieexplosion. Verbanne einen Charakter deiner Wahl. Ziehe eine Karte. Wie schlecht, aber 7, Alter. Captain Amelia. Dieser Charakter kann nicht von Piraten herausgefordert werden. Oh, okay, direkt einen kleinen Counter gegen die ganzen Piraten, die hier drin sind. Einen anderen Charakter erhalten Robust plus 1. Ist nicht schlecht. 4, 1, 4, 2, Defense und... Dann haben wir die Inseln, zocke ich aus dem Meer. Guckt mal. Nochmal in Holo. Guter Song und vor allem auch gut in Holo. Also bisher bin ich zufrieden. Mit dem, was ich hier so gezogen habe.
Dr. David, was denn? Na, wen's Ukulele? Nur noch die Klampe hier. Eins. Okay, du kannst mir anders mehr Liedermachtkraft singen geben hier. Das ist nicht schlecht. Juju von Christian Frosch. Die Goldmünze. Okay, zu blaues Meer befahren. I'm still here. Das ist scheinbar auch ein Lied, wo es keinen deutschen Text gibt. Ein Charakter einer Wahl erhält bis zu Beginn des nächsten Turm. +2. Ziehe eine Karte. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wasabi. Gufa. John Silver. Oh, Jafar. In Silber. Guckt mal hier. Das ist ja, sieht er jetzt auch, dass er jetzt hier die Hälfte der Hexfeldkrone hat. Das heißt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ich mir diese Karten anschaue, auch vorhin das mit dem Basil, der hypnotisiert war und so. Ich glaube, so wie Ursula der Raid-Boss am Ende der vier Sets war, wird jetzt am Ende, also wird im vierten Set quasi Jafar, glaube ich, der Raid-Boss sein. Und darauf freue ich mich schon drauf. Und, oh, wir haben Isma! Isma in Gold! Sehr schön. Was kann die? Kostet 4, 3, 3. Erschöpfen. Wenn du weniger als 3 Karten auf deiner Hand hast, ziehe so viele Karten, bis du 3 Karten auf deiner Hand hast. Oh, das ist nicht schlecht. Deswegen ist die auch Gold. Eieieiei. Und dann haben wir noch Schrulle. Das ist das Plüschtier von Lilo, ne? Das ist Schrulle. Ach, guck mal, das ist die zweite Goldene hier. Hatte ich schon 3 Goldene mit dem Oswald vorhin, den ich aus dem Starter-Deck Booster gezogen habe. Ja, das ist, das Display ist bisher nicht verkehrt, muss ich sagen, ja. So, wir haben Toodles, von den verlorenen Jungen. Wir haben Mr. Litwalk, wir haben viel Glück zum Nicht-Geburtstag, wir haben den Schädelfelsen, wir haben Nick Wilde, wir haben König Hubi, wir haben Basil, guck mal, ein anderer Basil. Das ist jetzt der verkleidete Detektiv, Gestalt von 4. 6, okay, 4, 5. Okay, wieder ab, wieder für den Discard, nicht schlecht. Tuk Tuk. Feenglanz. Wo ist Piratenschiff? Jasmin, königliche Seefahrerin. Wenn du diesen Charakter ausspielst, wähle eine Möglichkeit aus. Erschöpfe einen beschädigten. Schon wieder mit 2 Effekten. Erschöpfe einen beschädigten Charakter deiner Wahl. Oder ein gegnerischer Charakter deiner Wahl erhält in seinem nächsten Zug impulsiv. Das ist krass. Dass sie jetzt alle diese doppelten Effekte kriegen. Und I'm still here. In selben Song wie eben, aber jetzt nochmal ein Holo. Also, Lululu. Lululu. Ich glaube, mit diesem Set wird Locana jetzt auf einen Schlag wirklich deutlich komplexer. Vielleicht überschätze ich das, aber. Boah. So, Heathcliff. Chap! Der erste Chap, den wir haben, glaube ich, ne? Freunde der Not, dieser Charakter kommt erschöpft ins Spiel. Okay, 4 Defense, 3. Außer du hast mindestens einen Chip-Charakter im Spiel. Sehr schön. Also, erst Chip spielen, dann Chap. Macht ja auch Sinn. Ah, sehr cool. Gefällt mir. Rafiki, Schamane der Savanne. Das Artwork sieht cool aus. Plus 1, 2, 2. Okay. Können wir mal machen. Adora Beasel Winterpop. die Charakternamen von Ralf Reichs, von diesem Mario Kart Rip-Off, ne? Meine Güte. Hätte eine Lore mehr, wenn er beschädigt ist. Riesenpfote am Schiuma. Ist das Tatsiatella 2.0? Kostet 3, verwandle diesen Gegenstand und entferne bis zu 2 Schaden von jedem deiner Charaktere. Ziehe eine Karte. Ja, okay. Ist nicht hinbar, kostet 3 und der geht von jedem, nicht nur von einem. Ja, weiß nicht, ob es das bessere Tatsiatella jetzt ist oder nicht, aber hier haben wir nochmal den Saal des Hohen Rates. Der ist, glaube ich, von Lilo und Stitch, ne? Irgendwo mindestens ein Alien, ja. Definitiv von Lilo und Stitch. Ein Alien oder Roboter an diesem Ort, das kann dieser Ort nicht herausgefordert werden. Oh, okay. Kann man den schützen. Dann haben wir Nick Wilde. Schlitzohr. Ist der auch ein Pirat? Nee. Er guckt nach oben irgendwo runter. Gestaltwandel 1. Okay. Solange du mindestens einen Gegenstand spielst, kann dieser Charakter nicht herausgefordert werden. Oh, das ist nicht schlecht. Vanellope von Sweets. Guck mal, die Karte ist krass. Die Karte, die habe ich auch beim Sealed habe ich die gezogen und die ist richtig heftig. Die sagt nämlich, zu Beginn deines Zuges, wenn dieser Charakter an einem Ort ist, ziehe eine Karte und sammle eine Legende. Die muss nur an irgendeinem x-beliebigen Ort sein. Und dann ziehst du eine Karte und kriegst noch eine Legende dazu. Das heißt, du kannst damit Orte quasi Legenden dir geben lassen, die dir sonst keine geben. Und du kannst jeden Ort so halb zu einem Queen's Castle machen. Die finde ich super krass. Ich verstehe gar nicht, warum die nur normal ist. Ich meine, gut, die hat keine guten Werte, aber
Huiuiui, ja? Die Übungspuppe von Herkules, sehr schön. Erschöpfen, zwei, dann kann man es einem anderen beschützen geben. Dann haben wir Mama Odie. Jedes Mal, wenn du ein Lied ausspielst, darfst du bis zu zwei Schadensmarken von einem Charakter deiner Wahl und einem gegnerischen Charakter deiner Wahl verschieben. Ja, das kann die irgendwie jedes Mal, ne? Kann das sein. Und Hiro Hamada, Teamleiter. Sieht gut aus, ja. Gut, den hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon, ne? Genau, robust, Roboter und so weiter, Bronze und unser Holo ist... Oh, nochmal die Nase weiß in Holo. Das ist ja der Oberhammer. Das ist ja der Oberhammer. Die ist so schön. Die ist so schön in Holo. Da würde ich mich ja fast, da ich die aber schon mal in Holo ab, dazu bereit erklären, die zu tauschen. Wenn man mir da was Gutes für gibt. Ja, mal sehen. Erstmal haben wir nochmal bereits zum Entern. Dann nochmal der 100. Morgen Insel. Teekanne des verrückten Hutmachers. Das ist wie der Tee da rauskommt, ist witzig. Schöpfen 1, alle gegnerischen Mitspieler legen die Oberskala des Decks auf ihren Ablagestapel. Uiuiuiui. Und ich habe den Hero falsch abgelegt. Kokomora. Tante Cass. Jim Hawkins. Jasmin, die ist echt gut. Pluto. Der Märzhase. Oh, Rafiki. Guckt euch das Artwork an. Rafiki im Dark Souls-Universum. Also das in Holo wäre, glaube ich, brutal. Ich glaube, das ist die brutalste Karte in Holo aus diesem Set, wenn man die hätte. Kostet aber 9. Er kostet 9. Habe ich schon gesagt, dass er 9 kostet. 6-6 ist aber auch krass. Gestalt von den 7 immerhin. Der questet einfach für 4. Ja? Er sagt jedes Mal, während eines Zugs, wenn eine Karte in deinen Tintenvorrat gelegt wird, darfst du eine Karte ziehen. Das ist völlig imbalanced, das Ding. Wobei eigentlich nicht, weil kostet halt 9 und ist nicht hinbar, aber. Die Karte, die ist schon. Huiuiuiuiui. Dann haben wir hier nochmal den Xaver Hampelmann, der nur 2 kostet und dafür einfach für 3 Questen geht auch. Ähnlich wie der Pinocchio, den es gibt in Liga. Und das Institut für Technologie in Holo. Weil ich glaube, ich habe echt schon echt viele Bronzekarten gezogen. Ja? Ich habe das Gefühl, ich habe schon mehr Bronzekarten gezogen aus diesem Display, als ich es sonst mache. Oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal sehen. Müssen wir später nochmal nachzählen. Alistair Cray. Gut gemacht. Der Zimmermann. Abu. Yokai. Zwillingsfeuer. Yoramada. Eule. Aladdin. Guckt mal. Sieht halt wirklich aus wie Sindbad. Ja, der Aladdin. Das gefällt mir auch, das Artwork. Sehr schön. Gestaltmodell 2, 4, 1, 4. Wenn du diesen Charakter ausspielst, erhalten deine Charaktere in diesem Zug plus 2 Stärke. Okay, kann man mal machen. Gesund und munter. Das kann gar will einer Charaktere, jener kann bis zum Beginn deines nächsten Zuges nicht herausgefordert werden. Okay. Kann man schützen einen. Oh, guckt mal hier, der Maui. Der Maui, der Halbhai. Wieder eine goldene. Alter, guck dir das an. Ich bin richtig im Gold Rush. Ey, das ist ein gutes Display, glaube ich. Boah, guckt sie dir an, du. Der hat Wendig. Ja. Der kostet 6, ist aber sogar tintbar. 7 ATK, 5 Defense und sagt einfach, jedes Mal, wenn dieser Charakter einen anderen Charakter herausfordert, darfst du eine Aktionskarte aus deinem Ablagestapel zurück auf deine Hand nehmen. Und dann auch noch, jedes Mal, wenn du eine Aktion ausspielst, sammelst du eine Legende. Also hier wollen die auf jeden Fall, dass du viel singst und Aktionen benutzt. Ah, das ist geil. Ah, nicer Dicer, Mann. Huiuiui. Und Rufa in Holo. Ich glaube, also um Goldene muss ich mich jetzt hier nicht beschweren. Aber ich vermute, wenn ich jetzt schon so viele Goldene jetzt hier habe, aus diesem Display, wird hier keine Enchanted drin sein. Natürlich hofft man jedes Mal auf eine Enchanted, muss aber leider sagen, mir persönlich gefallen die Enchanteds in diesem Set überhaupt nicht. Ich finde die fast alle hässlich. Falls ich eine ziehe, was ich nicht glaube, aber falls ich eine ziehe, werdet ihr auch sehen, warum. Heffalumps und Wusel. I won't give in. Die weiße Rose. Kokomora. Elfenhand. Arrow. Oh, Chap. Aber mit Chip zusammen. Das ist eine schöne Karte. Ach, das ist auch ein schönes Art. 3-4. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du die obersten 3 Karten deines Decks auf einen Anfangsstapel legen, um einen Charakter einer Wahl bis zum Beginn deines nächsten Zugs minus 3 zu geben. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Honey Lemon. Peter Pan, der seinen Schatten annäht. Auch schön. Kanga,
Ich glaube, wir hatten bisher Kanga noch nicht. Wir hatten Maru. Was zum Fick einfach nochmal Oswald? Was ist denn? Leute, ihr habt noch, glaube ich, noch nie so viele Goldene aus einem Set gezogen. Und ich hatte bei dem Ursula-Set sogar schon ein Display, wo richtig viele Goldene drin waren. Ich muss nochmal vergleichen, wie viele Goldene ich da gezogen habe, wie viele ich jetzt habe. Das ist doch nicht normal. Also, ich glaube definitiv kein Enchanted, aber das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Alter. Was ein geiles Display. Was ein geiles Display. Und die Sugar Rush Rennstrecke, gab es die nicht schon mal? Ach, das ist die Ziellinie. Ich wollte sagen, die gab es doch schon in Rot, ne? Wenn einer deiner Charaktere von einem Ort an diesen Ort bewegt wird, kannst du diesen Ort verbannen, um 3 Legenden zu sammeln und 3 Karten zu ziehen. Kostet aber halt auch 6 einfach. Okay, wow. Aber, achso, falsch. Kostet 6, aber 3 Legenden sammeln und 3 Karten ziehen. Das ist ja insane. Aber kosten 6, um Charakter zu bewegen, ist auch schon viel. Ne? Wobei mir fällt direkt eine Synergie ein mit dem roten Tuk-Tuk. Der sagt, wenn du ihn spielst, kann er sich umsonst zu einem Ort bewegen. Wobei der sagt, er muss von dem Ort weg, ne? Oder wie ist das? Ne, von einem Ort an diesem... Achso, der muss vorher an einem anderen Ort sein. Okay, dann geht das mit dem Tuk-Tuk doch nicht. Ja, aber mein, ich habe nichts gesagt. Basil, Simba, Rafiki, Adorable, Beasel, keine Ahnung, Alter. Bamix Gesundheitsschip, Saal des Rotronen, Saal des Hohen Rats, so Microbots, Rettungstruppe, auf geht's. Nochmal die Jasmin, sehr schön. Vajana, nochmal. Eine Sisu in Silber, das ist eine andere. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, decke die oberste Karte deines Decks auf. Falls sie ein Drache ist, nimm sie auf die Hand und wiederhole diesen Effekt. Boah, falls nicht, lege sie zurück auf dein Deck oder darunter. Das ist ja... Alter, jetzt geht's auch los hier mit richtigen Drachendecks, ha? Huh? Sisu Deck Incoming. Da kannst du ja... Du siehst ja im Prinzip, wenn du Glück hast, 5-6 Charakterkarten dann einfach. Das ist ja... Boah. Gut gemacht. Ja, das ist... Wenn du das schaffst, wird der Sisu also wirklich gut gemacht. Also guckt euch das mal an. Ich wiederhole mich, ne? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich meine, ziehen mit den Effekten in diesem Set richtig an. Ravensburger, was tut ihr? Ravensburger, was tut ihr? So. Gesell. Kostet 2 in grün, okay. Naja, hat wendig, beziehungsweise. Ja, wenn man sie ausspielt, gibt er wieder anders wendig. Nochmal die Nase weiß. Miggy, Bootsmann, gesaure Drops. Das gefällt mir auch sehr gut. Der ist auch hier von Ralf Reichts. Herkules, unermüdlicher Halbgott. Der sieht cool aus. Der sieht richtig cool aus. Der fällt leider nicht ganz so geil, wie ich es gerne hätte. Ja, weil er hat halt Herausforderer plus 2. Aber immerhin 4 Defense, 2 Lore. Er sieht aber einfach cool aus, ja. Herkules, der Argonaut, der Seefahrer. Also richtig cool, dass sie sich da quasi von den Argonauten, glaube ich, haben inspirieren lassen. Jason und das Goldene Vlies und so. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Myrtle. Okay. Mickey Mouse, passend zu dem Pluto, den wir vorhin schon gesehen haben. Ja, die gehören zusammen quasi. Denn deine Pluto-Charaktere erhalten Robust, plus 1. Aha. Versteckt Plutos. Dann war das Walross. Olivia Hampelmann, ah, ist die Tochter von dem Erfinder. 2, questet auch einfach für 3. Was ist denn los, Alter? Du kannst ja ein komplettes Agro-Deck jetzt mit Grün machen, ey. Oh, die Alice in Silber. Die ist richtig gut. Die sagt nämlich, die ist behütet und sie gibt einem anderen Charakter, jedes Mal, wenn sie questet, behütet und eine Lore dazu. Kannst du nicht tinten, aber die ist echt gut. Die ist echt gut. Und das gefährliche Labyrinth. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch einen Enchanted rausziehe aus diesem Display. Aber so viele Goldene, wie ich mir hier rausgepoolt habe, muss ich mich, glaube ich, nicht darüber ärgern. Alistair Cray, Chief Bogo, Iago, Aladdin, Tante Cass, Kohut, hey, hey, Schrulle, Langboot. 2 bezahlen, wenn ein Charakter deiner Wahl ist, okay, kannst du wendig geben. Wird nicht verbannt, kann man wieder machen, okay. Captain Hook, aber in grün. Ich brauche doch graue oder rote. Solange dieser Charakter erschöpft ist, können gegnerische Piraten nicht erkunden. Aha! Guck dir das an. Jedes Mal, wenn dieser Charakter herausgefordert wird, ziehe eine Karte. Boah, ey, grün hat schon so viel Draw einfach, ne?
die Flottille. Die Kakamura-Insel da, ne? Zu Beginn eines Zugs, wenn du mindestens einen Charakter an diesem Ort hast, verlieren alle Gegner mitspielen je eine Legende. Und du sammelst für jede so verlorene Legende je eine Legende. Boah! Also für Multiplayer ist die heftig. Du hast aber auch zwei im Line zu bewegen. Kannst dich tinten, aber hey. Oder Merzhase in Holo. Oh, guck mal, die Holo. Die sieht nice aus. Der Merzhase. Der Merzhase in Holo hat was. Der sieht schon sehr sick aus. Ah, oh, das gefällt mir. Der gefällt mir in Holo sehr gut. Der gefällt mir in Holo doch echt sehr gut. So. Jetzt nicht gezählt. Ich weiß nicht, wie viele Packs es noch sind, aber allzu viele können es nicht mehr sein. Auf jeden Fall haben wir nochmal Heathcliff. Ja, ist schon aufgezogen. Und den Naveen auch. Nochmal eine Sisu. Diebstahl. Abugit der Clown. Nochmal Trixie. Mullins. Nochmal die Bellwether. Blickli. Migi. Wenn so kein des Königs. Oh, ein Hades. Cool. 6, 3, 4. Questet für 3. Jedes Mal, wenn einer deiner anderen Charaktere im Zug einer gegnerischen Person verbannt wird, sammelst du 2 Legenden. Das ist bei jedem, das ist nicht nur bei ihm. Das ist ja voll geil. Vor allem während des Zugs einer gegnerischen Person. Ja gut, einer meiner. Aber auch wieder Multiplayer, ne? Machen die vielleicht ein neues Multiplayer-Format auf oder so? Das wäre cool. Oh, guck mal hier. Tipp und Chap. Die beiden zusammen in Holo. Bronze, Gestaltwandel 5866 und sagt, der Name dieses Charakters gilt sowohl als Chip als auch als Chap. Ich glaube, die gibt es auch als Enchanted tatsächlich. Jedes Mal während deines Zuges, wenn eine Karte an dein Tintenbord gelegt wird, darfst du eine Charakterkarte aus deinem Ablagestapel zurück auf deine Hand nehmen. Boah. Alter. Also. Ich will schon wieder so viele Decks bauen, ne? Ja, ihr könnt mir auch mal sagen, ob ihr mal gerne so Deckprofile oder sowas sehen würdet hier. Im Kanal. Ich hab gesagt, ne, mir geht's wirklich nur ums Auspacken. Wo bleibt das nächste Unboxing vom nächsten Display? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und vielleicht treffe ich auch Heffalumps und Wusels in den Kommentaren. Das haben wir Chap. Magie erschaffen. Michael Darling. Trixie. Kokomora. Der Merzhase. Vanilla Piff und Sweets. Unglückliche Situation. Nochmal Baymax. Oh. Und nochmal John Silver in Gold. Was ist denn hier los, Alter? So viele Goldene. Was ist denn? Ich muss mal gucken, wie viele ich bei dem einen Display da aus Ursulas Rückkehr gezogen habe. Das ist doch nicht normal. Weil die Karte ist echt nicht schlecht. Also fürs Piratendeck. Der sagt nämlich, du hast natürlich Gestaltwandel, ne? Der hat Robust plus 2 einfach. 6-6, kostet 8, ist sogar tintbar. Plötzlich für 2 und er sagt, zu Beginn eines Zuges füge jedem gegnerischen Charakter einen Schaden zu. Ist einfach mal jede Runde einfach ein AOE auf alle. Das ist nicht schlecht. Und trifft damit halt auch Charaktere, die eigentlich behütet sind. Ja, das ist... Damn. Und Team Microbots in Holo. Boah. Alter. Ich hab nicht mehr mitgezählt, wie viele Goldene das jetzt waren. Boah. Das ist ja... Hilfe, ist das nice. Stitch. Simona Borgenwald, hier kann das verrückte Gutmachers den Weg weisen. Der saure Drops, John Silver, Megabot, Herr Smee, nochmal ein weiterer Smee für 2. Der sieht auch, da mag ich das Artwork sehr. Aber guck mal, er hat Naseweiß gefangen. Der gemeine Sack. Aber sehr cool. Der hat Wendig. Ja. Hat nicht 2 Lore wie der andere, aber hey, immerhin. Nochmal der Scar, der in Ruhe wäre nice. Malefits Stab. Jedes Mal, wenn ein gegnerischer Charakter. Gegenstand oder Ort, also alles, zurück auf die zugehörige Hand geschickt wird, sammelst du eine Legende. Oh, da kannst du für einen Bounce im Blurple-Deck kann man da ja vielleicht einiges machen, oder? Das ist ja, den verrückten Hutmacher, hatten wir bisher auch noch nicht, wir hatten den Mehrzahl noch nicht, den verrückten Hutmacher. 1-1-1, das ist ein geiles Artwork, oder? Das ist ein sehr geiles Artwork von ihm. Jedes Mal, wenn dieser Charakter kundet, darfst du dir die oberste Karte vom Deck einer ausgewählten mitspielenden Person ansehen. Lege die gewählte Karte als oberste Karte auf das zugehörige Deck oder den Ablagestapel. Hä?
Diesmal wieder Quark der Erkunde. Das war wieder. Was du gerade? Von weg einer ausgewählten Mitspieler. Das heißt von mir selber oder vom Gegner. Oder von halt irgendeinem. Boah, ach so. Das ist ja krass. Dann kannst du entscheiden, ob die auf oder unter das Deck geht. Das ist ja auch sick. Boah. Und Mickey als Bootsmann. Ey, wir haben hier echt viele, viele extrem starke Effekte, möchte ich meinen. Boah, da muss ich ja meine Strategien, die ich mir schon so halbwegs überlegt hatte für die neuen Decks, nochmal stramm überdenken, du. Ah, gefährliches Labyrinth, Navins Ukulele, Juju, Goldmünze, Trixie, Sonnenbrille, Plikli, David, ach, aus Lilo und Stitch, 3-3. Ich glaube, du mindestens eine Nani gerade im Spiel ist, hättest du der Charakter plus 2. Finde ich schön, dass die Charaktere auch jetzt die Karten wirklich oft Synergien haben. Gefällt mir richtig gut. Die Inseln zocke ich aus dem Meer. Goofy, fliegender Goof. Rasant und wendig hat er. Kostet 6 aber. Nicht hinbar. Aber ja. Kann man machen. Oh, die ist gut. Sergeant Calhoun. Weil, die hat erstmal Robust 1 und jedes Mal, wenn die Charakter verbannt, sammelt die einfach 2 Legenden. Die ist quasi wie, als wenn Charakter am Ort Theben wäre, ohne dass sie an einem Ort sein muss. Und das ist richtig nice. Das ist richtig, richtig nice. Sergeant Callahan. Und Tadashi Hamada in Holo. Und der ist, glaube ich, auch heftig. Kost 3, nicht tintbar. 2-2 ATK. 2 ATK, 2 Defense. Questet für 2, sagt aber, wenn dieser Charakter im Zug einer gegnerischen Person verbannt wird, egal wie, darfst du die oberste Karte deines Decks verdeckt in deinen Tintenvorrat legen. Lege danach diese Karte verdeckt in deinen Tintenvorrat. Das heißt, wenn der zerstört wird, durch einen, wie auch immer, dann geht er selber in den Tintenvorrat und noch die oberste Karte von meinem Deck. Kostet 3 nicht tintbar, 2 ATK, 2 Lore. Das ist einfach ein besserer Detective Mickey. Ein viel besserer Detective Mickey. Und die ist voll geil. Die ist voll geil, die Karte. So, die letzten 3 Packs. Ah, das ist ein sehr cooles Display. Also, auch wenn ich jetzt hier keine Enchanted mehr ziehe, glaube ich, das hat sich gelohnt, dieses Display. Also, das ist schon nice. Toodles. Rabbit. Sisu. Abu. Beziehungsweise dann heißt der Diebstahl, nicht Abu. Trixie. I'm still here. Basil, der... halt, was hab ich da gemacht? Schon wieder ineinander gekommen, so. Basil als verkleideter Detektiv. Unglückliche Situation. Oh, Diablo. Das Artwork sieht auch richtig geil aus. In Holo, Zucker. Ja, der sagt einfach, wenn er verbannt wird, dann darf man eine Karte ziehen. War nicht schlecht. Diablo, sehr schön. Genie, Wunsch erfüllt. Ist wendig, kostet 4, 2, 4. Wenn du diesen Charakter ausspielst, zieh eine Karte. Quasi wie die Merlin-Ziege, so ähnlich. Nicht schlecht. Kostet aber für 2. Voll gut. U-Boot, der Ritter des Rechts. Ich wusste gar nicht, dass sie ein U-Boot haben. Ich dachte, die haben nur ihren Flugapparat da. Aber okay. 8-1. Zu Beginn des Zugs, wenn du mindestens einen Charakter an diesem Ort hast, lege die oberste Karte deines Decks verdeckt und das Schiff in dein Tintenvorrat. Leck mich am Arsch. Wie viel Tinte willst du sammeln? Ja. Also die blauen Decks, die kriegen ja jetzt mal sowas von schnell die Tinte voll. Heieieiei. Und als Holo. Boah, also ich finde die Effekte eskalieren so hart in diesem Set. Kann es nicht oft genug sagen. Galaktischer Kommunikator. Reddit. Genie, der Schiffsbauer. Markowski. Riesenpfote am Stiel. Sonnenbrille. Nochmal David. Naseweiß, nochmal sehr schön. Klaus, der Klausi, Winnie Pooh als Pirat, auch cool. Oh, hey, noch gar nicht. Das ist ja die Karte der Stitch als Pirat, der auf dem Display vorne drauf ist. Schon wieder eine bronzene Karte. Wenn du diesen Charakter ausspielst, falls du Gestaltwandel benutzt hast, um diesen Charakter auszuspielen, darfst du eine Aktionskarte aus deinem Ablagestapel wählen und als oberste Karte auf dein Deck legen. Das ist krass, kann recyceln einfach, ne? Und mit Gestaltwandel schon. Na ja, gut, es geht um. Ja, okay, ist eine Aktionskarte, aber immerhin. Ich mag das Artwork total gerne. Stitch als Pirat ist voll knuffig. Richtig knuffig. Und der Zimmermann in Holo. So, also ich bin mit diesem Display jetzt schon wirklich sehr zufrieden. Letzte Pack. Ich frage jetzt nicht, können wir noch eine Enchanted ziehen?
Ich frage jetzt, können wir noch eine Gold mitziehen? Ja. Können wir noch eine Gold mitziehen? Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir haben hier. Gazelle. Chip. Feenschiff. Abu. Institut für Technologie. Herkules, unermüdlicher Halbgott. Speer des Kartensoldaten. Genau, gar nicht. Eine Maschinenkarte erhält einen Plus. Okay. Billy Bones. Fliegender Teppich. Oh, dieses Arthur Gnolo. Boah, da bin ich. Die ist ja wunderschön. Questet einfach für drei. Drei Defense. Puh. Leck mich am Arsch. Jim Hawkins. Nochmal eine silberne immerhin. Sehr cool. Das heißt, die nächste müsste ja eigentlich. Oder ist das schon die vorletzte? Ich weiß es nicht. Aber könnte sein, dass die nächste entweder Silber oder Gold ist. Und die danach kommt. Müsste eigentlich so sein. Den hatten wir vorhin schon in dem Starterdeck drin. In Holo und jetzt. Mini! Mini. Nochmal eine silberne hatten wir vorher aber auch noch nicht. Einmal während deines Zuges, wenn eine Karte in deinem Tintenvorrat gelegt wird, darfst du eine Ortskarte aus deinem Handlungsstück auf deine Hand nehmen. Oh, auch nicht schlecht. So, ist die letzte eine goldene? Vielleicht in Holo? Ich glaube es nicht. Ist es ein Enchanted? Ich glaube es nicht. Es ist. Überfall! Ach, der Überfall. Erschöpfen. Erschöpfe einen deiner Charaktere, um einen Charakter deiner Wahl Schaden in Höhe der ATK des erschöpften Charakters hinzuzufügen. Ah, dann hat er quasi nicht angegriffen. Und man hat quasi ihm keinen. Ja, er kriegt da keinen Damage, ne? Cool. Cool. So, warte mal. Ey, ich habe jetzt hier. Ich müsste jetzt nochmal durchsuchen, wie viel Goldene ich jetzt hier habe. Also, ich bin auf jeden Fall mit diesem Set sehr zufrieden. Ich suche das jetzt nicht. Video ist lang genug. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir, wie ihr dieses Display fandet. Ich bin total zufrieden, auch wenn keine Enchanted drin war. Ich finde, das hat sich echt gelohnt. Sehr, 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 sehr cool, das Ganze. Schöne Karten dabei. Und schreibt mir auf jeden Fall, falls ihr möchtet, dass ich noch ein weiteres Azurblaues Meer Display aufmache. Schreibt mir das in die Kommentare, wenn das so sein sollte. Und falls das so ist, sage ich bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und Hause Bounce. Cool, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Wenn du mich supporten möchtest, dann kannst du das tun, indem du dem Video einen Like gibst und mir ein Abo dalässt. Schreib mir gerne einen Kommentar, vor allem wenn du ein neuer Abonnent bist. Und wer weiß, vielleicht tauchst du dann ja im nächsten Video auf. Danke und Tschö mit Ö und Hause Bounce.